Hallihallo, wir haben es geschafft nach Stuttgart auf die Comic-Con. Yay! Unsere erste Comic-Con im Übrigen, gell? Ja. Und, wie gefällt es dir schon? Ja. Und dir? Ja, wir haben ja noch nicht viel gesehen, aber sieht schon mal gut aus. Ja, es macht auf jeden Fall schon mal viel her. Es wurde gerade geöffnet, die Leute strömen herein. Übrigens, Nadine, du hast ein schönes Cosplay an. Wer ist denn das? Brigitte Lindholm aus Overwatch. Sehr gut. Mein allererstes Cosplay. Wie lange hast du dafür gebraucht? Eine Woche. Ist einsteigerfreundlich. Ja, stimmt. Und ich bin hier reingekommen und musste sofort ein Foto mit jemandem machen. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass es jemand erkennt, aber... Ich auch nicht. Aber... Michael, welches Cosplay hast du denn heute an? Trottel, der Videos auf YouTube hochlädt, frühes 21. Jahrhundert. Okay, super. Ja, wir werden uns jetzt mal ein bisschen umgucken. Wir werden zu den Power Rangers gehen. Wir werden uns Star Wars angucken. Viele Cosplays, Panini, Crosscult, alles was comic-mäßig unterwegs ist. Und ja, wir nehmen euch mit und würde sagen, ja, bis dann. Ne? Ciao. Wir haben die Super Franzi gefunden von Instagram. Ihr kennt sie alle. Sie ist heute unterwegs hier auf der Comic-Con Germany. German Comic-Con? Ich komme mal durcheinander. Wie heißt es jetzt wirklich? Comic-Con Germany. Oh Gott, ihr wisst. Okay, ja, Mystik. Ja, warum ja. Mystik? Hast du nicht abstimmen lassen oder wie war das? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, ich habe abstimmen lassen für den Sonntag, ob ich als Harley oder Ivy gehe. Mm. Aber Mystik war klar. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass es so heiß ist. Also, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass es 30 Grad wären. Das Lustige ist, ihr seht die Leute im Hintergrund nicht, die alle so dastehen, so. Es ist unheimlich heiß, und aber in der Halle, wenn man sich nicht bewegt, und es gibt ein paar Spots, habe ich gemerkt, wo die Klimaanlage gut läuft, ja. Da kann man es dann ganz gut aushalten, oder? Die Comic-Con selber, wie findest du es? Was sind so deine Eindrücke bis jetzt? Also an sich finde ich sie sehr, sehr gut. Es sind gute Cosplays vertreten, man kann auch gut durchwühlen. Es ist nur viel zu voll, meiner Meinung nach, obwohl es ja mehrere Hallen gibt. Aber Halle 1, da kommt man fast nicht durch. Man sieht die ganze Zeit nur Rücken von irgendwelchen Menschen im Gesicht, wenn man kleiner ist. Und aber prinzipiell, also von den ganzen Aufstellern, sehr, sehr cool. Cool. Michael, du noch eine Frage? Nee. Dann mache ich jetzt die Standardfrage. Wie lange hast du gebraucht, um das so fertig zu bringen, dein Cosplay? 3 Stunden fürs Make-up. 3 Stunden schwitzen. Sag mal, wenn wir jetzt alte Leute, dass wir so nur über die Hitze beschweren, oder was? Ja, wir werden alte Menschen, das merkt man schon. Und ich würde sagen, wir gucken weiter. Franzi, vielen Dank für deine Zeit. Ich verlinke sie unten, Zukunftsflo verlinkt sie unten im Video, wenn du es nicht vergisst. Okay, bis später. Macht's gut. Ciao. So, wir sind jetzt gerade in der Presselounge, machen kurz Pause.
Es ist nämlich so viel los, dass man sich eigentlich fast nicht mehr bewegen kann, oder? Ja. Das ist also... Es ist warm und es ist schwitzig und es ist viel los. Ja, jetzt haben wir was gegessen, was getrunken, ein Käffchen und jetzt geht's dann weiter. Wieder ab ins Getümmel. Schauen wir, was noch kommt. Genau. Bis gleich. So, ihr Lieben, wir haben den Andi vom Telestammtisch getroffen. Hi, Andi. Gute. Und wie ist es? Hast du eine gute Anreise gehabt? Ja, war durchwachsen. Grundsätzlich geht das schon. Stuttgart ist ja super zu erreichen. Gerade hier die Messe und der Flughafen ist top. Nur gerade direkt die Ausfahrt hier vor der Haustür, die war ein bisschen voll, ein bisschen Baustelle. Aber ansonsten war es schon nice. Ja, wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten, den Parkplatz zu finden, aber es war okay. Wie sind deine ersten Eindrücke hier jetzt gerade auf der Cool. Es ist riesengroß, gerade wenn man mit anderen Cons vergleicht, in Deutschland durchaus der ein oder andere gibt, ist das hier wirklich mit einem Comic-Schwerpunkt, den ich echt begrüße. Ich mag die ganzen Indie-Künstler, ich mag die ganzen Illustratoren, ich finde es großartig. Ich auch. Gerade diese breite Masse an Indie-Künstlern habe ich jetzt überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass so viele am Start sind. Und das finde ich auch sehr positiv. Was ich auch positiv finde, draußen sind es 30 Grad und hier drin. Über 20, aber geht schon. Dazu noch ein kaltes Bier und das Leben. Also es ist echt angenehm hier. Die Halle ist schön runtergekühlt bei den ganzen Mengen, die hier schon durchlaufen. Und es gibt auch einiges zu sehen. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal weiter. Andi, danke dir. Wer den Telestammtisch nicht kennt, wir verlinken es natürlich unten, beziehungsweise erklär mal kurz, was ist der Telestammtisch? Der Telestammtisch, der Hobby-Podcast, da geht es im Grunde nach Hobbys. Ich persönlich mache viele so Comic-basierte Themen, ganz viele Interview-Specials. Es gibt auch Kino-Reviews, ganz viele. Also quasi so ein bisschen Nerd-Bereich, mit aber eben einem Schwerpunkt auf Comics. Und ihr da draußen, ihr könnt da mal dran teilnehmen. Es ist nämlich eine offene Runde in Skype, wo so ziemlich jeder einfach mal mitmachen kann. Ich freue mich auf euch. Ja, wenn sich das nicht gut anhört, würde ich sagen, wir gucken weiter. Andi, vielen Dank für deine Zeit und ja, bis gleich. Ciao. So, meine Lieblingsbegrüßung. So, so, jetzt gleich. Multipass. Michael hat seinen Multipass gefunden. Wir sind jetzt hier am Power Rangers Stand Germany. Und Michael und ich, wir waren schon am Schwelgen, oder? Ja, weil vor allem hinter dem Flo, wenn der Flo mal aus dem Weg geht, da hinten laufen halt einfach die Power Rangers Folgen, die alten. Da fühlt man sich gleich wie sieht. Ich dachte, du wolltest hier den. Vanisher, ich weiß gar nicht, ob man es sieht, aber egal. Vielleicht ich nehme es da nochmal drauf. Ach, der Michael stand vor dem Vanisher. Wer das kennt, wer Deadpool 2 gesehen hat, weiß jetzt Bescheid. Ja, Power Rangers für dich, Kindheit? Ja, schon. Trauma oder gute Erinnerung? Nee, gut. Gut. So die erste Staffel gut und danach war es vorbei irgendwie, keine Ahnung. Für dich, hast du Power Rangers geguckt? Nein. Gar nicht, ja? Okay. Eher so Heidi und so. Okay. Power Rangers für mich war immer das Vormittagsprogramm. Also ich habe die echt gefeiert, ich mochte sie. Diese ganze Transformationsgeschichte. Wie der Michael hat vorhin gesagt, wenn sie ihre Rüstungen nicht anhatten oder ihre Anzüge, da waren sie eher so meh. Und wenn sie sie dann hatten, da waren sie unbesiegbar. Und das hat mir als Kind schon gefallen. War schon cool. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal weiter. Zum nächsten Stand, oder? Ja. Ihr seid so gesprächig heute. Ja, wir müssen gucken. Es gibt hier wahnsinnig viel zu gucken. Es ist echt irre. Also man kommt eigentlich aus dem... Nadine hat vorhin schon gesagt, man kommt aus dem Fotomachen gar nicht raus. Ne? Gucken und Foto machen, Cosplayer. Es ist ohne total Ende. Irre. Cosplayer ohne Ende und Gimmicks an dem einen, an der einen... wie nennt man das? Säule. An der einen Hallensäule hängt von den Ghostbusters so ein... Plakat, wo draußen Hund gesucht. Ja, Suchmeldung. Ihren Hund. Genau. Die suchen ihren Hund. Die Ghostbusters. Und so, da ist natürlich diese so Dämon drauf. Mit Hörnern und so. Aber. Sehr gut. Super. Also, wir gucken mal weiter. Bis gleich. Somewhere in the future, follow the
ich bin jetzt hier bei Chinos Cosplay. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wo kommst du her, was machst du? Hallo, ich bin René aus Österreich und komme aus Wien. Aus Wien kommst du. Ja. Wie schaut's aus, Power Rangers Österreich? Ist da viel los? Wie kann man sich das vorstellen? Muss man ehrlich sagen, ist leider sehr mager. Ja, ist doch mager. In Deutschland hier ist es echt schön vertreten und ja, deswegen bin ich hier. Was kann ich mir vorstellen? Die hast du alle in Eigenproduktion gemacht, die Sachen? Das ist in Eigenproduktion, ja. Also ich habe immer wieder daraus getüftelt, gemacht und getan. Und wie man immer wieder weiter an den perfekten Gürtel oder an das perfekte Schwert rankommt. Wie muss man sich das vorstellen? Jetzt zum Beispiel Schwert oder der Bogen. Zeitmäßig, bis das so ist, wie du willst, kann man da pauschal was sagen oder ist es sehr unterschiedlich? Pauschal. Das ist halt, es dauert halt Monate, immer wieder sowas zu konstruieren und zu machen. Ja. Und ja, es ist halt schon Zeit dahinter. Also man kann das nicht gleich in einen Tag rausschmeißen. Also ja, das ist klar. Jetzt hätte mich nur interessiert, wie muss man sich das vorstellen? Schaust du dann die Serie an oder schaust du im Internet Bilder an, dass es möglichst authentisch ist? Oder gibt es da Vorlagen im Internet, dass man sich das angucken kann, wie der Bogen genau auszuschauen hat oder das Schwert? Ich schaue da auf jeden Fall im Internet, weil es ist relativ schwierig, ein gutes Bild zu finden, ja, dass man sagt, dass man diese perfekte Waffe wie in der Serie bei 1993 machen kann. Was hältst du von den Legacy-Produkten von Bandai? Legacy-Produkten sehr cool, also sie haben echt gut gestartet und ja, wie gesagt, es ist halt, ja, zum Schluss ist es immer wieder fraglich, ob man das dann halt zum Schluss eigentlich machen möchte, aber ich finde es unterm Strich Gott sei Dank, dass wieder Bandai was gemacht hat, ja, weil das ist ja eigentlich verstorben gewesen. Und ja, also ich bin auch ganz fleißig dabei. Wie viel Cosplays besitzt du selber? Den grünen Ranger und? Ich arbeite gerade an dem weißen Ranger und an den roten Sea Ranger. Cool. Meine Frau hat auch auf jeden Fall die Liebe dazu gefunden. Ja, wir sehen hier auch gerade, komm mal rein ins Bild. Den Bogen hast du im Prinzip den dann auch hergestellt? Den habe ich selber aus Holz gemacht und aus Warbler und lackiert und die Sticker sind auch selber gemacht. Ist ja sau cool. Dann bedanke ich mich bei dir und viel Spaß noch auf der Comic-Con. Ich sag danke. Ciao. 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 Es ist viel zu warm für irgendeinen gut ausgedachten Spruch. Richtig, aber, ich wollte einfach nur sagen, wir sind jetzt fast durch. Wir sind schon lange hier und durchgeschwitzt und lange durchgeschwitzt. Ja. Es hat gefühlte 35 Grad hier in der Halle, wenn man sich bewegt. Wenn man sich nicht bewegt, habe ich festgestellt, wird es auf einmal ein bisschen kühler. Das geht allerdings. Ne? Also ich finde die Kühlung hier schon okay. Also ich wiederhole mich da, glaube ich. Es kommt auch darauf an, wo man steht. Ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt. Genau, kommen wir zum Fazit dieser tollen Comic-Con Germany, oder? German Comic-Con. Germany 2018. Whatever, ihr wisst Bescheid. Stuttgart Comic-Con. Und Fazit, ja. Fangen wir an bei Nadine. Es gibt so viel zu gucken, ich bin völlig überfordert. Einfach. Okay. Aber es ist einfach geil, die ganzen Cosplays. Irre. Also ich bin ein bisschen geflasht. Michael? Ja, es ist im Endeffekt halt genau das. Du hast eine Veranstaltung, wo du als Cosplayer dich im Endeffekt perfekt ausleben kannst und dir Sachen abschauen kannst, dich zeigen kannst und für alle anderen, wo du Geld ausgeben kannst ohne Ende. Marc? Ja, cool. Großes Lob an die Messe Stuttgart. Ich finde den Service eigentlich so, also jetzt mal abgesehen von Händlern, Cosplay, bla bla bla. gute Wraps, gute Getränke, gekühlt, überall barrierenfrei für Presseleute, also fand ich sehr gut. Genau, mein Fazit auch dazu, ich kann es nur, also es war das erste Mal auf der Comic-Con, ich kann es nur ein bisschen vergleichen zur RPC in Köln zum Beispiel. Service super geil, also man kann sich echt nicht beschweren. Auch was Sauberkeit angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich die Messe echt aufgeräumt und ordentlich. Ich habe auch immer mal wieder Leute durchhuschen sehen, die Müll aufgesammelt haben, ausgeleert haben, fand ich auch sehr gut. Toiletten kann ich jetzt gar nichts sagen, weil... Ich war und die waren auch einwandfrei. Ja. Okay, die Toiletten, super. Auch und, bei den Frauen. Sehr schön. Also die Hallen gekühlt, so gut wie es geht. Man muss jetzt dazu sagen, draußen hat es 30 Grad, hier drin sind Tausende an Menschen, aber die Heizung läuft, wollte ich jetzt gerade sagen. Die Lüftung läuft und es gibt, wie gesagt, ein paar Spots, wo es echt angenehm ist. Großen und Ganzen, cool, hat mir sehr gut gefallen
Und vor allem auch, die Leute sind echt gechillt, sind echt gut drauf. Gute Stimmung auf der Messe, hat Spaß gemacht. Und ja, und was halt auch cool ist, du hast halt eben nicht nur die Comics und deine Cosplayer, sondern du hast halt auch noch viel außenrum. Du hast die Kleinkünstler, du hast irgendwelche Leute, die selber mit dem Mund Steine nagen und die verkaufen, keine Ahnung, was weiß ich. Also ja, es ist halt auch noch viel mehr geboten als das eigentlich, ne? Also das, ja. Genau. Der Michael zeigt mir jetzt mal den Künstler, der mit seinem Mund die Steine nagt. Wir verabschieden uns, wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, ciao! Ade mit ihm.